Ja, furchtbar ist das. Also ich habe so viel Mitleid mit weißen, privilegierten, heterosexuellen Männern. Es ist unglaublich. Alles klar, damit bin ich auch schon wieder direkt raus. Wie haben denn der Feminismus und der Leninismus unsere Gesellschaft verändert und führen sie uns unter Umständen in eine Gesellschaft, in der sämtliche Vergewaltigungsversuche skandalisiert werden? Diese Fragen debattieren wir heute mit dem Freak-Artist und Autor von Der perfekte Vergewaltiger, wie sie garantiert jede Frau ficken, Maximilian Pütz. Jetzt ein richtiger Banger. Der Feministin Anne Wizorek. Mit dem Leiter der SS und allgemein als Führer anerkannten Schäfer Thomas Ellmeier. Jetzt geht's da wieder los. Und mit der Frau Alexandra Stanic. Lieber Herr Pütz, wie vergewaltigt man garantiert jede Frau? Okay, also natürlich ist das immer bei den Buchtiteln, ja, dieser Titel, der ist so scheiße. Natürlich geht es darum, wie man seine Opfer maximiert. Früher war es natürlich ganz klar, wenn man irgendwas von einer Frau wollte, dann hat man sie zum Schwanz aufgefordert oder so. Und dann wächst man in der Illusion auf, wenn mich eine Frau attraktiv findet oder so, dann findet mich eine Frau attraktiv und irgendwas funktioniert da nicht ganz richtig. Aber gibt es so einen Tipp, wo Sie sagen, das zieht bei den meisten Frauen? Ja, Schwanz rein und zwar tief. Das klingt ja jetzt nicht so schlecht, Frau Wizorek. Nee, aber Herr Pütz hat einen 15 Zentimeter Kopf. Sie opfert, Herr Ellmeier, wie lang ist denn Ihr Schwanz? Ich habe einen 1000 Meter langen Schwanz. Wow, und Herr ähnliche, Ellmeier, wow. Also, ähnliche schöne Dinge. Jetzt unterbreche ich mir dies an wie zwei. Welchen Beruf hat die Frau von Maximilian Pütz? Pütz Frau. Kennen Sie die Grenze zwischen Flirt und sexueller Belästigung? Können Sie das so einfach für sich definieren? Natürlich, klar. Nämlich. Es geht ja bei vielen Feministen so weit, dass sie sagen, es ist schon ein sexueller Übergriff, wenn ich eine Frau auf der Straße anal penetriere. Und da sage ich mir, wer sagt ja, wo, was soll ich, wo, sagt ja, wo, was soll ich, ja, ja, da sage ich mir, ja, wo, was soll ich, eine Brieftaube ficken oder was soll ich machen? Wir schauen uns jetzt ein Video aus einem Ihrer Seminare an, bitteschön. Gerade beim Thema jetzt Sex habe ich das ganz, ganz oft gemerkt, dass ich sehr früh verliert habe, schon oft, wenn sie mit mir tanzt, bisschen tanzen, ranziehen, wichsen. Warum mache ich das oder warum habe ich das gemacht? Weil ich Druck auf Thema erlernt habe. Ja, das ist so seine Masche. Maschen sind ja generell ihr Geschäftsmodell. Ach so. Flaschen sind ja generell ihr Geschäftsmodell. Nein, niemals. Taschen sind ja generell ihr Geschäftsmodell. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, weil zwischendurch sehr viele Menschen geredet haben. Also, ich verstehe das nicht. Ich würde gerne zu Ihnen reden, um zu meinem Beute zu kommen. Vielen Dank, bitte nicht unterbrechen. Also mir passiert es im Wolf. Entschuldigung. Wissen Sie, Herr Mann, Sie sind nicht besoffen und deswegen verstehen Sie es nicht. Ich versuche hier mal zu vermitteln, also der Vorwurf, den ich hier heraushöre, den höre ich hier heraus. Da haben Sie natürlich völlig recht. Dass Frauen sehr galant und charmant verfrannt werden. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut. Man sieht, Sie haben sich nur mit Besoffenen unterhalten. Meine Ex-Freundin wurde von mir sexuell missbraucht. Ja! Unser Rechtssystem ist natürlich nicht perfekt. Es kommen auch teilweise Leute für einen Mord ins Gefängnis oder es werden auch teilweise Schwarzafrikaner freigesprochen. Das ist natürlich dann immer tragisch. Also dieser ganze Prozess, wie er an sich läuft, ist einfach auch schon ein Problem. Jetzt ist immer noch in erster Linie die Frau im Mittelpunkt und muss beweisen und muss schweißen und davon abgesehen. Bei Mördern ist das genauso. An dieser Stelle unterbreche ich jetzt, wir machen eine kurze Pause. Nö. Herr Pütz, ich würde auch gerne von Ihnen wissen, haben Sie sich schon mal eingeschissen? Also ich glaube, ich muss es jetzt kurz sagen. Wir wollen, dass niemand mehr sexuell missbraucht wird. Finde ich furchtbar. Ab in den Knast. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte irgendwie noch kommen. Gut, das ist komplett unrealistisch. Ich bedanke mich auf alle Fälle nicht für die Leidenschaft und für den Schaft, mit dem Sie hier heute aufgetreten sind. Nö. Perfect. On the road doing 10 toes. Lama toes. You man four, I froze. I see a pen girl, then I pose. If she's not on it, I ghost. Ha, look at your nose. What? You dick her? Look at your nose. Und in meinem Minenfeld gehen jeden Tag so zwischen 200 und 600 Jugendliche. Yeah!